Gut, Shalom Aleichem, wir lernen Masechet Chagiga, Seite 20. Es geht jetzt um Gesetze von Tum'a und Tahara. Reinheit und Unreinheit. Und Gabe, die man bringt in Bet HaMikdash, Chulin oder Truma, Pasul oder Kasher. Pasul bedeutet untauglich und Kasher ist klar, es täugt. Es ist in Ordnung, das kann man nutzen. Jetzt. Wenn man sagt Pasul, das heißt, muss man neue bringen. Wenn man sagt Tameh, heißt, es kann weiter beunreinen. Aber wenn man sagt, es ist untauglich, dann kann das nicht mehr unreinen machen. Deshalb gab es zwei Gruppen in die Zeit von die Bet HaMikdash, von Tempel. Es waren Leute, die hatten gehalten Taharat HaKodesh, Shmirat HaKodesh, sie waren extra sozusagen, das ist eine Gruppe, die heißen Purushim, Abgesonderte. Die wollten so extra fromm, extra Tahara, extra achten auf Gedusha. Auch heute gibt es Leute, die sauber sind, die rein sind. Und es gibt Istenis, Pinkelik, Leute, die wirklich obsessiv, das Wort obsessiv ist nicht passend bei Gedusha, aber die achten 100% auf Sauberkeit. Sie werden dir auf jeden Glas gucken, ob es nicht geblieben ein Spur versteht ihr, was ich meine? Die achten 100%. Genauso ist auch bei Gdusha. Deshalb gibt es 5 Gesetze und wir werden die 5 Gesetze lernen und versuchen zu verstehen. 1 sagt Rabbi Jonathan ben Elazar. Was passiert, wenn ein Mensch hat angezogen ein bestimmten Kleid? Aber das ist nicht ein Kleid, das ist das, was tragen die Richter. So wie eine Schichmia, so wie eine, das ist so wie ein Kleid auf dem ganzen Mensch. Weißt du, was ich meine? Ein Richter. Talar. Wie? Ruber oder Talar. Ruber oder Talar, ja. Also das ist nicht wirklich ein, so wie ein Rechtsanwalt. Also ein Ruber, ein Talar, eine Schwarze. Und ein Rechtsanwalt oder ein Richter geht nicht mit dieser Ruber und Talar auf die Straße. Der kommt zu seinem Büro oder zum Gericht und er hängt das auf die Garderobe. Und wenn er geht rein zu seinem Amt, dann zieht er diese Ruber oder Talar oder Schichmia. Frauen haben auch so französischen Kleid, die sie mögen, so sehr elegant, schickimicki, so Winter, wo man legt. Frag deine Frau, sie weiß, wie es heißt. Also auf jeden Fall, wenn du musst, gehen, kein Problem, ich mache weiter dem Shiur. Nee, ich weiß das nicht, ich frage meine Frau. Aber sie weiß das auch nicht, was du meinst. Okay. Okay. Was passiert, wenn eine, es ist ihm gefallen, diese Oberkleid, und er sagt seinem Freund vom Weiten, kannst du mir das aufheben? Und er hat ihm das gegeben. Dann, es ist unrein. Warum es ist unrein? Weil auf sich kann er halten und kontrollieren. Aber über dem anderen, er kann nicht achten. Und auch wenn der andere sagt, Anita Hor, ich bin rein, trotzdem hilft das nicht. Ein Mensch kann die Gdusha und die Tahara, insbesondere für Chulin und Truma, für Profanes und für Heiliges, die damals in Bet HaMikdash gewesen, nur achten, wenn er das will. Sagt Rabbi Jonathan, Sohn von Amram, was passiert, wenn es ihm getauscht, Kleider von Shabbat mit Kleider von Wochentag und er hat das angezogen. Ich gebe ein Beispiel. Es ist Feiertag. Der Mensch will gehen nach Pesach, nach Jerusalem. Und er duscht, er macht sich schön. Und er hat angezogen eine schöne Jacke, einen Anzug. Nachdem hat er den Anzug angezogen, sagt er, ups, das ist nicht der Anzug von Yontef. Das ist der Anzug von letzten Bar Mitzvah. Es ist der Anzug von Wochentag. Steht geschrieben, er ist unrein. Weil Anzug von Feiertag, wo man geht, damit in Bet HaMikdash hat er bestimmt geachtet, soll dieser Anzug soll bleiben tahor. Aber jetzt, wo hat er getauscht, Bgadim, Kleider von Wochentag mit Kleider von Shabbat,
es ist unrein. Warum? Weil bei Kleider von Schabbat achtet man eine besondere Schmira. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt sehr viele Chassidim und Admurim, sie gehen am Schabbat mit seidene Supize. Also sie gehen mit einem bestimmten Chalat, die sehr, sehr teuer. Und sie hat einen großen Wert und sie achten auf diese Chalat mehr als alle Sachen von der ganzen Woche. Das heißt, sie beten, sie machen den Kiddush und später ziehen sie aus diese besondere, schöne, rebische, seidene Supize, seidene Mantel, damit soll es nicht verkleckt und nicht verschmutzt beim Essen. Deshalb, es ist unrein. Sagt Rabbi Eliezer ben Zadok, es ist eine Geschichte mit zwei Frauen, Freundinnen. Freundinnen bedeutet Chaverot, Frauen, die achten 100% auf ihre Tahara. Es gibt Frauen, während ihrer Zeit von die Tage bei den Damen, achten doppelt als normale Frauen. Die heißen Chavera. Und es waren zwei Frauen, die waren sehr gute Chaverot und sie waren sozusagen Kumpel zu reden über dieses Thema, sehr rein zu sein. Ein Tag, diese zwei Frauen sind gegangen zu Bet HaMerchatz, zum Badezimmer, zum Badehaus oder Mikwe. Anscheinend die beiden sind gegangen, irgendwo zu waschen. Und danach, sie waren solche gute Freundinnen, dass sie haben verwechselt die Kleider eine von dem anderen. Jeder hat angezogen, jede Dame hat angezogen die Kleid von die andere. Sie hat gedacht, das ist ihre. Hier kommt es auf einen Aspekt, dieser Aspekt heißt Hesech Hadat. Kontrolle von Meinung zu beseitigen. Also nicht 100% Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Die Gedanken waren woanders. Und in dem Moment, wo die Achtsamkeit, Hesech Hadat, ist gekommen, da ist die Schmire auf die Kleider nicht mehr so hoch. Und dann, weil sie haben getauscht die Kleider, sie wussten nicht, ob die sind jetzt rein oder nicht. Jetzt. Natürlich, jede Frau behauptet, dass ihre Freundin ist genauso rein wie sie. Aber niemand weiß wirklich beim anderen, wie er sich benimmt. Die beiden sind gekommen zu Rabbi Akiva. Und Rabbi Akiva hat die beiden Frauen unrein gemacht, weil er hat gesagt, eine Frau kann nur zuständig sein und äußern und deklarieren ihren reinen Zustand nur über sich und nicht über die andere. Da bringt man eine Bombe von Rabbi Oishia, das heißt in der Talmud Maskif, kommt eine zu attackieren die ganze Thema. Wir haben gelernt, dass wenn eine trägt meine Kleid vom Boden und rein, Schabbes und Wochentag und rein, zwei Frauen haben getauscht Kleider in die Bade und rein, sagt er nein. Wir haben gelernt, dass wenn eine ist gegangen zu nehmen von dem Korb Brot von Weizen und aus Versehen ist rausgekommen Vollkornbrot oder von Gerste, ist nicht so schlimm. Oder wenn eine hat in seinem Keller eine Fass und er bewegt das gut, er denkt, das ist Wein. Nach einem Jahr will er das öffnen und sagt, es ist nicht Wein, es ist Öl. Steht geschrieben, Tahor, es ist rein, weil es egal, was hat er aufgepasst. Ob es war drinnen Öl oder es war drinnen Wein, spielt keine Rolle, dass die Sache hat geändert. Das heißt, warum sagst du bei den Frauen oder bei den Kleidern von Schabbes, das Tauschen macht die Sache unrein? Hier sehen wir zwei Beispiele mit Brotwechsel oder mit Festwechsel. Dass die Sache ist okay, sagt er, nein, ich bringe dir noch ein Beispiel. Was passiert, wenn einer hat einen Sack und in der Sack ist volle Feigen mit die Zange, was man nimmt, die Feigen, eine von, es gibt so ein Gerät, wo mit diesem Gerät kann man die Keule rühren in dem Kamin und man kann auch mit diesem Gerät, mit dieser Zange, mit diesem großen Messer, mit dieser großen Schere, kann man auch, so wie Leute, die putzen die Straße, haben sie so ein heute, so ein Ding, so einen Stock, wo oben hat man, kann man so drucken und unten hat er so eine Zange. Steht geschrieben, der Feigen und dem Korb sind rein und die Zange ist unrein.
Und wenn der Korb ist rein, soll er das unrein machen, dem Magrefa, dem die Zange. Kann doch nicht sein, es kann nicht sein, soll nicht sein. Sagt Ravina, es geht auf der Mensch, ob er passt auf 100% mit Andacht. Ich gebe ein Beispiel. Kam eine Frau zu Rabbi Shmuel und sie sagt, Rabbi, diese Kleid habe ich genäht mit Reinheit. Aber im Herzen habe ich nicht gedacht, dass ich will das unbedingt rein haben. Fakt war es rein, aber in meinem Herzen war nicht die Kavana, war nicht die Andacht, die Intention. Rabbi Shmuel hat die Fragen gestellt und zum Schluss erzählt sie ihm, dass eine Nida, eine Frau, die war unrein und geblutet, hat sie zusammengeholfen zu kneten und zu zeigen irgendeinen Trick beim Schließen die Schwänzen von dem Nähen. Also ich kenne mich nicht aus mit Stricken von Kleider, aber es gibt manchmal Tricks, wo eine Dame muss die andere zeigen, wie soll die Ende von dem Rand von dem Kleid soll nicht zerfetzt sein und soll bleiben schön an die Ende. Und sie hat mir gezeigt. Und genauso kam noch eine Frau und sie hat erzählt dieselbe Sache. Ich habe genäht eine Tischdecke und die Tischdecke habe ich genäht mit voller Tahara und Reinheit, aber ich hatte nicht im Kopf zu reinigen. Und er hat sie viele Fragen gestellt. Sagt Rabbi Ishmael, hast du einmal verloren den Faden mit dem Nadel? Sagt sie ja. Fragt Rabbi Ishmael, wo hast du gehalten den Nadel? Sagt, ich habe den Nadel gehalten im Mund. Sagt der Pesch, wenn eine Frau hat Nadel im Mund, kann sein, dass die Speiche bringt Unreinheit wegen dieser Sache. Es ist unglaublich, manchmal denke ich, es ist 2000 Jahre Geschichten, die haben zu tun mit Reinheit und Unreinheit. Aber heute, wenn wir sind in einer Zeit von Virus und alle bedecken ihren Mund und man versteht plötzlich, was ist eine Speiche, was kann da sein und das kann machen dem ganzen Sache unrein. Gut, noch eine letzte Sache. Ein Mensch passt nicht auf die Sachen von jemand anders, so wie er passt auf seine Sachen. Das ist eine Regel. Ein Mensch auf seine Sachen passt auf viel mehr als Sachen von jemand anders. Und steht geschrieben in die Breite, was passiert, wenn ein Mensch hat Eselträger und sie tragen reine Früchte und er geht nach vorne oder da hinten. Solange er ist in die Nähe von seinen Arbeitern, die ganze Ware ist tahor, ist rein und kascher. Aber in dem Moment, wo er sagt, geht, und ich werde kommen danach, alle Sachen auf die Karawaners, alle Sachen auf dem Esel Tameh, unrein, weil es keine Vertrauen und keine Verlassen, dass sie werden alles achten. Stell mal vor, ein Arbeiter hat gesehen unterwegs eine tote Schildkröte, eine Mäuse, hat angefasst eine Teut, keine Ahnung, was sie haben gemacht unterwegs, denn die ganze Sache sind unrein. Was haben wir gelernt? Dass es gibt Sachen, man lernt nicht im Publikum. Alle Sachen von verbotenen Ehverkehr und Geschlechtsverkehr, das redet man nicht im Publikum. Sachen von Weltschöpfung, Meise Bereshis und Meise Merkove, und das lernt man nicht. Wir haben gelernt über Smicha am Feiertag, ob man macht das oder nicht. Dass dem Sieg ist nach Bet Hillel, dass er hat gesagt, dass auch am Feiertag tut man alles komplett, weil Essen ist ein Genuss und ist eine Freude. Und dann haben wir gelernt über Tum'a und Tara, dass es Stufen gibt. Chulin, Meiser, Truma, Koidesh, Chatos, Sündeopfer, Poro Adume, Rote Kuh. Und da sagt er einen Unterschied zwischen Händewaschen und Teufel. Die ganze Sache, eine letzte Regel, alles was man tut, soll man machen mit einem vollen Bewusstsein, mit voller Achtsamkeit. Und man kann nicht sagen, auf die Sache habe ich gut aufgepasst, das heißt, ich habe auch auf diese Sache aufgepasst. Nein, sind zwei Paar Schuhe. Kann sein, dass auf diese Sache hast du gut aufgepasst und auf die andere Sache hast du nicht aufgepasst. Und es steht geschrieben, dass in 3. Buch Mosche, Veshamruit Mishmarti, sie sollen, 3. Buch Mosche 22, sie sollen bewachen meine Schicht oder meine Mishmeret, Schmirestein, und sollen sie nicht sündigen und sterben, weil wenn sie das profanisieren, ich bin Hashem.
Wenn ein Mensch isst Truma oder Kochim unrein, sagen unsere Weisen, Hashem ist sehr sauer. Deshalb muss man machen, Mishmeret le Mishmeret. Zaun über dem Zaun. Du weißt, Zaun kann Leben retten, wenn es gibt zwei Autobahns und inzwischen gibt es eine Beton oder eine Metall, die trennt zwischen den Autobahns. Gott behüte, wenn eine will aus Versehen zu der anderen Seite fahren oder macht einen Unfall, geht er nicht zu der gegenseitig. Warum? Weil die gegenseitig, wenn er fährt 120 und der andere 120, die Unfall ist 240. Also Gott behüte. Deshalb muss man achten auf alle Gesetze, insbesondere bei Truma. Und Truma ist die letzte Grenze. Ich danke dir für das Zuhören, eine gute Woche. Genieße weiter. Leitraut. Ciao, ciao.